Hallo, werte Surfer, willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Let's Show hier auf dem Kanal Spieleflut. Euer Lieblingsteam ist wieder am Start, zumindest hoffe ich, dass wir das sind. Richtig. Ha, langsam. Ich bin stolz auf dich. Heuwägelchen. Hallo, Nashira. Hallo, juhu. Das Spiel, man kann den Namen gar nicht lesen, heißt Amen 2. Teil 1 können wir leider nicht aufnehmen, aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Mhm. Wenn ich mein Aufnahmeprogramm anstelle, ist nämlich das Spiel schwarz. Also man hat ein paar ganz grüne Platten im Vordergrund, aber alles andere ist schwarz. Und deswegen starten wir einfach hier mit Amen 2, jo. Ein neues Spiel. Das funktioniert nämlich, interessanterweise. Mhm. So, unser Ziel ist es, den Helikopter zu erreichen und alle Feinde zu eliminieren. Wir brauchen 4 Feinde, das seht ihr unten rechts in der Ecke. 0 von 4. Aber 8 gibt es, das seht ihr oben rechts in der Ecke. Also 4 müssen. Walking, jumping. Geschnetzelt werden. Genau, 4 müssen sterben und 8 okay. Gibt es insgesamt. Skillboxes erhöhen die Anzahl der Skill-Uses. Ah, ich habe jetzt einen Schuss. Genau, es ist nämlich nichts mit Metzeln oder so hier. Zwei oder mehr Stockwerke ist eine tödliche Höhe. Eieiei. Ich hatte doch gerade noch, konnte ich nicht gerade meine Binoculars benutzen? Nein. Wahrscheinlich muss ich das jetzt kann klettern. Werden. Nee, das glaube ich nicht. Vielleicht auch doch. Zoom in, zoom out und scroll. Dann zoomen wir mal out. Schlimmer. Zack, noch ein Tipp. Draw the weapon and aim. Shoot. Wieso gibt es da unten denn... Ah! Juju, es sind ja einige. Okay, dann sollte ich jetzt erstmal... erstmal gucke ich mir den Tipp noch an. Center is a camera. Später. Oh, dann change the character. Left button or right button to change the active character. Ach, das ist ja interessant. Das kann er so. Er kann sich verkleiden, ne? Kann er das? Sieht so aus, oder? Mhm. Hier. Ah ja, guck an. Ich denke, dass es das sein soll, ne? Ach, wie cool. My life for Amen. So. Wir zielen und gucken mal, wann der richtige Zeitpunkt... Ach, da ist eh nur einer. Ah, ich dachte, wir haben beide. Nee, ich kann nur einen erreichen. Gut. Dann warten wir nochmal. Na? Och, es hat uns nicht ge... Ach. Damn luck. Jupp, hat ihn gehauen. Hat mir natürlich jetzt einen Schuss gekostet, der mir nachher fehlt. Na gut, aber ist auch ein... Ja, ist auch ein Soldat weniger. Ja, aber ich glaube, dass ich jede Kugel brauche. So, wir klettern mit ihm jetzt mal runter hier. Stopp. Hallo, da ist ein Tipp. Sometimes I look into a beaver's eyes and I'll see my whole life flash Tipp. Before me. A falling rock can destroy a bridge. Siehst du? Da bräuchte ich jetzt die Kugel für, die ich nicht mehr habe. Ha. Ich verstehe. Jetzt kann man mal testen, ob er erkannt wird. Und ob die Verkleidung hält. Sie hält. Sie hält. Indeed, they're everywhere. Ja gut, also heißt es dummerweise... Und du kannst mit ihm aber auch nicht angreifen oder so. Nee, angreifen kann man hier gar nicht. So ist das Spiel ja auch eigentlich aufgebaut. Man kann übrigens dazu sagen, Amen 1, was wir nicht aufnehmen konnten, ist eigentlich genau so. Nur, dass es diesen zweiten Typen, der sich verkleiden kann, nicht gab. Und dass es im Dschungel stattfand. Und nicht am Nordpol, Südpol, was auch immer. Aber an sich genau dasselbe. Warum hast du denn jetzt die Kugel wieder runtergeschossen? Hä? Achso, ja, weil sonst ich ist muss der... doch. Ja, klar, sonst ist der... Ja, hä? Das muss ich doch machen. Ratlose Nashira ist ratlos. So, dann verkleide dich mal. Kleiner Spion. Los geht's. Hm? Hm?
Klingt wie ein aufgebrachter Strauß. Ein Skill kann er nicht benutzen. Oder darf er nicht. Saving Machine. Die Speichermaschine. Hey. Ja. Ach so. Was stand da gerade? Hätte ich nicht die Speicher bla benutzt, ich hab's dann... Ich hab's nicht gesehen. Ich meine, dass das da stand. Ohne Speicheroption hätte ich 100 irgendwas bekommen. Was passiert denn hier jetzt? Den Hebel. Ja. Aha. Bringt jetzt erstmal nicht so viel. Doch, oder? Doch. Meinst du? Da ist da muss ich aber schnell sein. Ja. Los, runter. Wechseln. Wieder zumachen. Ah, okay. Wechseln. Verstehe. Dann drei. Drei auf einen Streich. Genau, wechseln. So, da, der Helikopter kommt, weil die vier, die ich töten muss, habe ich. Ah, okay. Ja, aber das ist jetzt tödlich, der. Oder kannst du auf diesen kleinen Vorsprung da springen und dann runter? Das ist halt runter? Die Frage, ne? Ansonsten wären es zwei, was zu hoch wäre. Ah. Na bitte. Ja. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Hat alles funktioniert. Weil wir gehen noch nicht. Warum nicht? Ich bin noch nicht zufrieden. Was dachtest du? Houston, we got a problem. Now we have the solution. Achso. Schön. Da oben ist noch einer. Der ist doch über. Aber du musst doch nicht alle. Nein. Aber du möchtest. Ja, natürlich. Achso. Ja, natürlich. Ehrgeiz und so. Natürlich. Guck mal da, die ist Atombombe im Eis. Links. Oh, ja, Tatsache. Geht das nicht? Ich glaube nicht. Kannst du mit dem anderen noch irgendwie? Nein, der kann ja nichts. Nee. Ja, dann. Da oben ist halt noch ein Schuss, ne? Mhm. Das hätte halt genau für den Typen da gereicht. Ja, gut, aber. Du hast es ja trotzdem geschafft. Recht easy. Ja, gut. Achso. Ah, ich muss beide da reinbringen. Na, kannst du nicht mit dem jetzt einen Schuss holen und geht das nicht? Ich weiß nicht, ob der schießen kann. Komm, lass es uns probieren. Oh ja, da ist schon was dran. Komm, einmal wieder entkleiden. Quatsch. Nein. Das ist nur für den mit dem Gewehr. Dann verkleiden wir uns natürlich, damit auch nichts passieren kann. Gut, wobei eigentlich eh keiner mehr da ist, der nicht merken könnte. Ist mir egal. Wem merken könnte. Geht das Prinzip. Okay, okay, okay. Und go. Erstes Level durch. Juhu. Das finde ich aber gar nicht schlecht, das Spiel, muss ich sagen. Ja, doch, hat was. Auf jeden Fall. Weil du halt nicht blöd rumballern kannst. Ja, richtig. Du musst ein bisschen Hirn benutzen. Mhm. Ich will es jetzt nicht unbedingt ein Strategiespiel bezeichnen, das ist vielleicht ein bisschen viel. Das nicht, aber ein bisschen Strategie ist schon drin. Man muss sich halt wirklich überlegen, wie gehe ich mit meinen Schüssen um? Weil man muss ja sparsam damit umgehen. Wie kann ich welchen Soldaten ausschalten und so? Also man muss schon mit Köpfchen rangehen. Wieso kann ich mich nicht verkleiden? Stopp. Wieso stopp? Keine Ahnung. Ah, ich habe verschiedene Skills, die ich durchschalten kann. Ach so. Aha. Okay. Oh. Oh. So verstehe ich das zumindest. Hm. Manche Leute sind vor den Schrank gelaufen, aber nur ist vor die Kiste gelaufen. Ja, so ist das halt. Power Supplies. Understood. Mhm. Du kannst ja noch kurz erzählen, was das mit diesem... Einmal den Hamster treten, zack. Au, der arme Hamster. Nee, den Käfig. Wir müssen ja Strom haben. Mhm. Du kannst ja einmal kurz erklären, was es mit diesen Binoculars auf sich hat. Ja klar, du es doch. Nein, du kannst es so gut. Du bist doch unser Erklärbär. Ach, du kannst es besser. Mit den Binoculars, wenn man die benutzt, kann man... Mir fällt leider das deutsche Wort für Power Supplies nicht ein. Man kann auf jeden Fall Power Supplies entdecken. Also zum Beispiel diesen Hamster. Mist! Nein! Also wenn man irgendwo anders steht und seine Binoculars aufsetzt... Binoculars? Sein Fernglas auf jeden Fall? Bei, okay, danke. Dann werden einem Power Supplies angezeigt. Also Hamsterräder. Was habe ich jetzt vor, was ich hier tue, Nashira? Was habe ich jetzt vor? Weiß ich nicht. Es funktioniert nicht.
Ich hätte vor, die also beiden von... auf den Fahrstuhl zu nehmen, hochzufahren, damit sie dann runterfallen. Aber das funktioniert nicht. Du kannst doch versuchen, sie mit dem Fahrstuhl zu zerquetschen. Da habe ich auch schon versucht. Das funktioniert auch nicht. Ach, das ist doch scheiße. Hamster. Nee, Eichhörnchen. Stimmt, Eichhörnchen. Oh, deine heißgeliebten Eishörnchen, ja. Eishörnchen sind super. Das ist wirklich Eishörnchen. Was kann er denn hier? Spitzhacke? Mauer bauen? Spitzhacke irgendwas, oder? Das sieht irgendwie sehr pervers aus, was er gerade gemacht hat. Nur mal so. Okay, eigentlich ist die Animation die hier. Aber wenn man die Stellen hintereinander macht, hast du wohl recht. Du hast wohl wahr. Ich hab wohl wahr. Need to be built by the engineer using his construction skill. Ich muss jetzt hier keine Mauer bauen, sondern einfach irgendwas bauen. Ja. Ich finde übrigens, dass das Spiel auch echt süß aussieht. Also da steckt wirklich Liebe zum Detail drin. Hier die Dinosaurierköpfe in den Mauern oder generell die Dinosaurierköpfe. Ja, da unten. Hallo, T-Rex. Und die generell die Farben und Schattierungen in den Steinen und die Maserung vom Holz und so, das ist schon... Ich find's cool. Hat man sich schon Mühe gegeben. Doch. Also muss ja wirklich sein, das gefällt mir. Ja. Gefällt mir wirklich gut. Ja, ja, auf jeden Was Fall. Was machen wir jetzt hier? Hier scheiße, oder? Weiß ich nicht. Hier geht's nicht weiter. Kann man die Kisten wohl kaputt machen? Ich glaube nicht. Denke ich auch nicht. Vielleicht kaputt schießen. Vielleicht, aber... Kaputt schießen? Na, ich glaube, das wird keinen Sinn machen. Ja, das denke ich auch nicht. Dafür sind die Kugeln zu wertvoll, nehme ich an. Da unten sind noch zwei irgendwelche Gruben. Vielleicht kann dieser Engineer diese Holzwand da zu Fall bringen. Genau die, gegen die du gerade gelaufen bist. Ja. Vielleicht kann er die zu Fall bringen. Die Aber der wird doch dann von den Soldaten gesehen. Ja, stimmt. Muss man halt machen, wenn die in die andere Richtung gehen. Nee, Moment, ich habe ja das Stopp-Signal. Ach so, ja. Aber man kann das noch nicht einsetzen, was er nicht freigeschaltet hat. Man muss es irgendwo aufnehmen. Da! Okay. Da ist es. Alright. Gucken mal. Aber da muss ich ja trotzdem an diesen feuerspeienden Dinger da vorbei. Vielleicht kann ich ja von der Kiste hoch. Wollte ich gerade sagen, von der Kiste aus hochspringen. Ja, siehst du. Na, streng dich an! Halt! Da ist noch ein Tipp gewesen. Uiuiui. They stop moving. Aber wenn sie den Spieler sehen, laufen sie auch weiter. Naja, dann macht das doch wirklich, wenn sie auf dem Weg nach links sind, quasi den Rücken zugedreht haben und wenn sie so stehen bleiben, dann können sie ja den Spieler gar nicht sehen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Gut. Statt Stopp gehen sie in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, von dem Schild wieder weg, oder? Ja. Was ist da jetzt passiert? Da sind die runtergekommen. Ah ja. Das reicht doch dann, oder? Das sind die doof. Wie die Lemminge halt. Ja. Special Enemies, haha. Ah, es gibt Schlaue. Die da. Ah, weil die gucken vorher. Oh, da ist zu tief, da fallen wir nicht runter. Verstehe. Sowas. Ja, aber wir wollen uns ja erst um die beiden da unten kümmern. Ich meine, wir haben zwar schon die vier. Wir könnten gehen. Aber nee. Du bist ja ein kleiner Komplettierer. Naja, aber nee, ernsthaft. Also jetzt hier zu gehen, fände ich jetzt auch ein bisschen schwach. Ja, nee. Stimme ich dir zu. Ah, ist auch limitiert. Ja, ich musste die Skills immer aufnehmen. So, das heißt, du wolltest, dass ich das Stoppschild hier hinsetze? Ja, aber... Oder? Die müssen halt nur in die andere Richtung gehen.
Nein, erstmal muss ja der Engineer doch hier runter und die ja, Wand. Und dafür müssen sie in Wobei, die linke Richtung der, gehen. Der Engineer hat die Spitzhacke da noch gar nicht. Hat er nicht? Nee, hat er nicht. Oh. Vielleicht kann er es trotzdem. Ich weiß es nicht. Ohne Spitzhacke nicht. Meinst du nicht? Nein. Du siehst ja, das Skill ist 0. Okay. Siehst du die Zahl? Ja. Dann, Schon gefunden. Ja, bitte. Da ist sie. Ach, gucke mal. Guck einer an. Can make objects disappear und dann recreate that object. Sagt er. Genau. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, da unten ist noch eine. Ich kann die Brücke abbauen und dann eine neue Brücke bauen. Warum soll ich eine Brücke bauen und wohin? Naja, sollst du ja gar nicht. Aber ich soll die Brücke wegmachen. Warum? Warum steht das? Naja, dann kann ich hier runter. Ja, super, dann hast du... Okay. Da komme ich nicht hin. Die fallen immer noch nicht runter, okay. Na, willst du da bitte hochgehen? Ich glaube, er will nicht so recht. Doch, der will schon. Er hat zu wollen. Oh nein! Eieieiei. Gut, aber sie kommen ja nicht an dich ran. Aber sie können nicht schießen. So. Umdrehen. Wieso kann ich hier... Ach, ich dachte, ihr könnt die Brücke hier bauen. Vom Aufzug dahin, damit ich hier an den Hebel kann. Weißt du? Ja, aber... Satz mit X. Da drohen sie, weil sie nicht an mich rankommen. Süß. Willst du nicht das unten erstmal versuchen? Ja, aber was soll ich denn hier machen? Pass auf, warte. Nee, ich hab's. Ich kann das mit dem Engineer nicht wegmachen. Warum nicht? Naja, weil es nicht geht. Aber ich kann da die Tür sicherlich aufmachen mit dem Hebel hinter der Wand, wo der Engineer steht. Kannst du mir folgen? Nee. Da ist unten ein Hebel, links. Ja. Da muss ich hin. Ja. Frage ist, wie komme ich da hin? Ja. Wie komme ich da hin? Ja, das ist die Frage, das stimmt. Adam, he seems too happy. Ich bin der Meinung, dass wir da unten noch weiterkommen. Wir kommen da später erst weiter. Du kannst mir gerade gar nicht folgen, oder? Ja, ich weiß schon, dass du an den Hebel willst, aber ich habe selbst keine Ahnung, wie man da hinkommen könnte. Ist das sowas wie Sprengstoff oder so? Hast du nicht, ne? Kann nur hoch und runter. Kann ihn nicht anhalten. Wie komme ich dahin? Hier geht's erstmal nicht weiter. Irgendwie nicht so wirklich. Da ist ja auch noch so der Zünder für den Sprengstoff, wo jetzt die beiden Soldaten unten links stehen, für das Fass. Okay. Ich muss also da irgendwie rein. Und der Hebel würde ziemlich sicher da unten die Tür aufmachen, dann laufen die einfach in die Spitzen. Da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher. Ja, das kann sehr gut sein. Das heißt, woran hapert es? Es hapert daran, ich komme dort nicht rein. Es kann aber auch sein, dass der Hebel unten irgendwie einen Zugang öffnet zu dieser Steinhöhle quasi. Welcher Hebel? Achso, nein, das ist ja gar kein Hebel, bin ich doof. Entschuldigung, mein Fehler. Also den da? Nein, ich meinte irgendwie, dass da unten rechts ein Hebel gewesen wäre, aber war gar nicht. Da ist doch keiner. Nee. Das sagte ich gerade dreimal. Ja, dann ist ja gut.
Von oben irgendwie das springen und das zum Einstürzen? Ich muss mir nochmal einen Tipp abgucken. He can recreate that object using his construction skill. Das sieht halt da so komisch aus. Deswegen dachte ich, dass weil ich die Brücke da abgebaut habe. Nein, da rechts. Da, noch einen Schritt weiter? Ja, genau da. Und ich dachte halt, dass du da vielleicht irgendwie springst. Haha! Sehr schön. You're welcome. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wusste ich natürlich. So, und da geht's jetzt unten auf. Ja. Das wusste ich natürlich und ich wollte natürlich einfach gucken, wie lange du brauchst, bis du, ne? Verstehe. Weg sind sie. Hat gut funktioniert. Ja. Warten und... Yay! 8 von 8. Huhu. 8 von 8. So. Nein. Na? Komm, Muckis. Sehr schön. Und runter. Dann geht jetzt der erste weg. Oh. Und hier. Zack. Verkleidung abgesetzt. Wir können jetzt zu uns stehen. Ja, sehr gut. Wir können nur nicht mit Schnee umgehen. Nicht wirklich. Spring! Was hat er echt die ganze Zeit mit seinen Bibern? Ich habe keine Ahnung, was er mit den Bibern hat. Das ist komisch. Du? Juhu! Ich finde das Spiel cool. Jo. Doch, Spaß. Man muss tatsächlich ein bisschen nachdenken und so. Ich finde das schon gut. Was haltet ihr denn davon, liebe Spielflusssurfer? Genau. Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage. Wir hören jetzt für hier mal auf. Ne? Eindruck habt ihr bekommen. Ja. Spiel ist cool. Ja. Und bla. Richtig. Und wir hören mal auf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Zimteis kommt hoch. Yummy. Bis bald. Tschüss. Tschüss.